Richtig laut Musik machen können Koblenzer Nachwuchsbands in einem ehemaligen Luftschutzbunker und das schon seit 24 Jahren. Doch jetzt soll der Bunker geschlossen werden. Die Ska-Rock-Band Attic Jam probt schon seit einem Jahr im Bunker. Für nur 80 Euro im Monat können sie hier üben. Die 6 Musiker sind froh, einen der begehrten Räume bekommen zu haben. Ohne den Proberaum wäre für sie erstmal Schluss mit Musik. Und dann würden wir erstmal auf der Straße stehen als Band sozusagen und könnten nicht proben und hätten dann auch Probleme, unsere ganzen Termine und Vorhaben für 2012 halt einzuhalten. Der ehemalige Luftschutzbunker ist Bundeseigentum. Die dafür zuständige Behörde, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BIMA, will den Bunker jetzt zu Geld machen. Genau 59.000 Euro will sie dafür haben. Die Koblenzer Musikerinitiative würde den Bunker gerne kaufen, um ihn weiter zu betreiben. Aber fast 60.000 Euro sind zu viel für den gemeinnützigen Verein. Die BIMA hat überhaupt kein Interesse gehabt, mit uns zu verhandeln. Wir haben mehrmals das Gespräch gesucht. Es gab nur dieses eine unverhandelbare Angebot. Es ist halt so, dass sich bis jetzt keiner für die Musiker einsetzt. Das müssen wir tun. Auch wenn es für den sanierungsbedürftigen Bunker noch keine anderen ernsthaften Interessenten gibt, drängt die BIMA weiter auf Räumung. Hintergrund ist, dass wir hier Steuergelder verwalten und die Einnahmen eben auch dem Steuerzahler wieder zugutezukommen haben. Und verhindert werden muss, dass Vermögenswerte eben unter Wert abgegeben werden. Dafür gibt es extra die Bundeshaushaltsordnung, die uns so etwas verbietet. Außerdem sei der Bund nicht für die Förderung von kulturellen Aufgaben in Kommunen zuständig. Zuständig ist die Stadt Koblenz, die will aber den Bunker nicht kaufen. Die jungen Musiker müssen also befürchten, dass hier bald das Licht für immer ausgeht.